und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Heute zu Immer wieder Mittwochs, der Mittwochs-Challenge, die ja im Oktober eigentlich gar nicht stattfindet, aber ich bin euch noch eine Verlosung schuldig. Und zwar die September-Verlosung. Ich hatte dieses Stempelset für euch herausgesucht, Trost und Kraft. Das ist im aktuellen Jahreskatalog. Ja, und dafür müssen wir jetzt mal erst alle Karten, die bei mir eingetrudelt sind, zeigen. Denn ihr wollt ja immer gerne sehen, was die anderen für Ideen gehabt haben. Ich habe auch letzte Woche schon diverse Erinnerungsmails bekommen. Ich hatte aber doch am Mittwoch ein Video in der Christmas Valley und ich wollte nicht an einem Tag zwei Videos einstellen. Und deshalb sind wir also jetzt mit der Verlosung auf den zweiten Mittwoch im Oktober ausgewichen. Euch gefiel das ja in der August-Verlosung ganz gut, dass ich die Karten einzeln gezeigt habe. Ich glaube, dann bin ich auch ein bisschen näher noch dran, ne? Dann habt ihr noch ein besseres Bild. Und deshalb machen wir das jetzt einfach heute auch. Ich hoffe, das läuft direkt auf Anhieb gut. Fangen wir an. Ich habe noch 6 Karten, wenn ich es richtig sehe, aus dem August. Und zwar sind die immer von der Aline und der Jutta im Wechsel. Also das ist zum Kartenthema im August von der Aline aus Monau. Die Karte in Gelb, Grün und Violett. Schön, oder? Mit für dich. Sehr schön. Vielen Dank. Und dann kommt von der Jutta aus Bonn eine Schüttelkarte. Also da sind auch Elemente drin, die sich bewegen. Mit dem Fahrrad hier vorne drauf. Die beiden Karten zum Kartenthema. Dann kommt die nächste, auch wieder von der Aline in Murnau, in Violetttönen zum Kartensketch. Da haben wir hier die beiden Rähmchen und das Motiv mit Text hier vorne drauf. Vielen Dank. Wunderschön. Und dann haben wir noch von der Jutta aus Bonn die Seerosenkarte auch zum Kartensketch. Hier noch mit einem kleinen Button drauf und Text ausgeschnitten. Sehr schön, wunderbar, vielen Dank. Und weiter geht es wieder mit der Aline in Murnau. Ja, das ist jetzt ein bisschen, aber die Karten lagen noch hier bei mir und die müssen ja auch auf jeden Fall mit in die Verlosung eingehen. Das ist zum Kartenthema, nee, das ist falsch, zum Kartenbingo. Aber im August, ne, da haben wir das Bingo zu einem späteren Zeitpunkt gemacht. Die ist also auch mit den Bienchen und dann noch zum Öffnen und hier vorne über die zwei Bände mit den kleinen Bienenkörben dann verschlossen. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Und von der Jutta aus Bonn dann auch nochmal das Karten-Bingo mit dem Einstecker hier vorne, der aufwendigen Faltung. Hier vorne ist noch ein zweites Tag zum Rausnehmen. Toll gemacht. Ganz herzlichen Dank. Fangen wir ganz normal an mit dem Kreativ-Bingo im September. Dieses hier, das ist quasi Bingo auf Bingo. Das ist von der Bettina in Elmshorn. Und seht ihr hier unten? Da ist einmal Bingo, denn alle drei sind Koala-Bärchen. Finde ich eine super Idee. Sehr, sehr schön, Bettina. Ganz herzlichen Dank. Und weiter geht es mit der Caroline in Limburg. Mit dem Tech und den Rosen im Hintergrund in Rot-Weiß. Sehr, sehr schön. Lieben Dank. Die Ellen aus Schneeberg. Schneeberg in Sachsen, wenn ich das richtig gesehen habe, da war ich schon mal. Sehr schön da, gerade jetzt zur Advents- und Weihnachtszeit mit den Pyramiden und, naja, will man nicht abweichen, quadratisch. Die
vier geteilte Blüte, unterlegt mit Spiegelkarton. Lieben Dank, Ellen. Sehr, sehr schön. Und von der Magdalena in Hamburg haben wir eine Herbstkarte. Hier vorne die Blätter aquarelliert. Sehr schön. Und das tolle Herbstpapier im Hintergrund. Wunderschön. Danke, Magdalena. Und von der Gabriele aus Haibach. Da kommt der Frosch. Guckt euch den an. Ist der spaßig? Ich finde den total genial. Der ist so herrlich und dann in Pink und Hellgrün. Gabriele, total schön. Ganz, ganz lieben Dank. Und als ob die Lena das gewusst hätte mit dem Pink, geht's hier direkt in Pink-Schwarz weiter. Von der Lena in Immenstedt geprägt und das Geprägte dann nochmal hitzeembosst. Also das Flachliegende ist mit Embossingpulver bestreut und erhitzt. Und dann kommen diese pinken Blüten halt noch viel besser hervor. Wunderschön, lieben Dank. Dann kommt die Steffi in Pulheim mit dem Zebra aus dem Jahreskatalog und der Spiegelfolie im Hintergrund. Wunderschön, Dankeschön, Steffi, für die tolle Karte. Und von der Nicole in Nettetal. Da haben wir hier das Set mit den zusammensetzbaren Tierchen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich hab's auch nicht. Aber ich finde es zu süß. Es waren ein paar Karten von euch jetzt dabei. Seht doch mal das Einhorn. Das ist echt der Knaller. Ganz lieben Dank. Sehr, sehr schön. Und dann habe ich hier die Karte von der Ingrid aus Allendorf. Die Ingrid hat eine Schneeflocke geprägt, hat hier vorne noch einen Glitzerstein draufgesetzt und hier unten steht dann Winter in Gold. Die ist ja sehr einfach, die Karte, aber ich finde auch die macht total viel her. Lieben Dank, Ingrid. Andrea aus Reutlingen hat den süßen Hasen benutzt und daraus eine Babykarte gemacht. Schön, oder? Und hier mit der kleinen Biene, die Blümchen überall, Blätter. Sehr schön. Ganz lieben Dank, Andrea. Dann haben wir hier die Michaela aus Mittweida. Die hat das Paper Pumpkin Set benutzt, Sonne pur. Mit den ganzen Gelbtönen, den Obststickern und das Ganze dann zum Sommer. Toll, oder? Sehr schön, ganz lieben Dank, Michaela. Und dann kommt die Alina aus Monau. Smile hat sie hier vorne gestanzt. Und mit dem schönen Kinderpapier aus dem Frühjahr-Sommerkatalog, das ist ja eine Schande, dass es das nicht mehr gibt. War ja mein Lieblingspapier. Sehr schön, die Quadrate. Ganz, ganz lieben Dank, Aline. Und jetzt habe ich hier zwei Karten. Weiß gar nicht, ob ich die zusammen zeigen soll. Ist ja gemein, ne? Das machen wir nicht. Da habe ich einmal die Karte von der Steffi in Unterbrand. In Blau, Weiß und dann haben wir hier die niedlichen Tiere, Katze, Fisch und den Hund, geprägter Hintergrund. Und dann geht's weiter. Das ist nämlich von der Julie, auch aus Unterbrand. Das ist die älteste Tochter von der Steffi, hat sie mir geschrieben. Die hat auch schon ein paar Mal mitgemacht. Ich finde das ganz toll mit dem Igel, der hat einen Schal an. Und ein bisschen gedudelt an den Rändern. Hier noch ein paar Herzchen. Die sind mit Schablone, glaube ich. Ja, ganz toll. Auch noch verschiedene Techniken. Ich bin ganz begeistert. Ganz lieben Dank. Die machen übrigens bei der nächsten Challenge auch noch mit. Dann habe ich hier die Karte von der Jutta aus Bonn. Quadratisch, ein bisschen größer, hat sie mir netterweise auch einen Umschlag dann dazu getan.
Übrigens bei den anderen eben auch, war immer ein Umschlag dabei. Dann ist das super, dann kann ich die ganz einfach mit zu den Karten für den guten Zweck geben, weil manchmal in manchen Formaten habe ich einfach keine passenden Umschläge hier. Aber wie gesagt, jetzt schon. Die Jutta hier in Blautönen mit den Libellen und den Seerosen. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Jutta. Und dann kommt die Ulrike aus Waldbröl. Auch im Hintergrund geprägt. Und dann hier die Lotusblüte. Das war vor einigen Jahren mal ein Celebration Set in der Two- bzw. Three-Step Stamping-Technik, mein Gott. Das war mit den unterschiedlichen Schattierungen in den Farben ganz, ganz toll. Ist dir super schön gelungen in diesem Pink-Rosé und dann hier oben noch der Vogel. Ganz, ganz lieben Dank, Ulrike. Und dann kommt direkt die nächste Karte. Wir haben dieses Mal so viele. Ich muss das ein bisschen zügig abhalten, sonst sind wir morgen noch dran. Dann kommt hier von der Liane aus Obermichelbach der Schmetterling in Spiegelkarton mit dem Designerpapier. Im Hintergrund eine klare Trennung durch das Band und hier unten noch ein paar Strasssteine zum Glitzern. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Liane. Und noch zwei weitere Karten zum Kreativ-Bingo. Da haben wir hier einmal das Zebra. Jetzt hatte ich fast gesagt, das Zebra in Pink, aber das Zebra ist ja gar nicht pink. Aber die hinterlegte pinke Karte, die ist im Hintergrund auch wieder geprägt. Und dann haben wir hier Sternchen in Pink und hier unten noch It's Time to Celebrate. Die Karte ist von der Birgit in Landau. Sehr schön, ganz, ganz lieben Dank, Birgit. Und die letzte zum Kreativ-Bingo, die ist von der Nina aus Koblenz. Ist auch eine Babykarte zur Geburt. Mädchen natürlich, sieht man ja, ist rosa, ne? Und mit dem Metallic-Folienpapier in Silber und mit dem Hello, ich muss gerade das mal ein bisschen schief halten. Ja, diverse Lagen ausgestanzt und dann nochmal mit einem Lack oder ja, nochmal beschichtet, damit es ganz, ganz toll glänzt hier oben. Sieht toll aus und dazu dann hier im Hintergrund Entchen. Die Würfel und das Fläschchen. Ganz lieben Dank, Nina, für die schöne Karte. Und dann wechseln wir weiter zum Kartenthema. Das war meiner Meinung nach, oh Mädels, das ist schon so lange her, ne? Spätsommer. Ja, oder? Altweiber? Ja. Hatte ich doch gesagt, ne? Altweiber und ich war mir nicht sicher, ob man überall in Deutschland Altweiber sagt. Also, da haben wir hier die Karte von der Bettina in Elmshorn mit den beiden Designerpapieren im Kontrast. Einmal die Margeriten und dann dazu das Mauerwerk. Lieben Dank für die schöne Karte, Bettina. Und dann geht es weiter mit der Caroline. Die Caroline hat ein älteres Set hier mit der Sonnenblume verwendet. Immer wieder schön, kann man ja auch Igel draus bauen. Und dazu den Bast. Das finde ich eine tolle Idee, finde ich, passt zum Herbst oder Spätsommer ja hervorragend. Ganz lieben Dank, Caroline. Dann haben wir die Karte von der Ellen aus Schneeberg mit der geprägten Wand im Hintergrund, die ist noch gewischt. Dazu die Pfingstrose und die Spinnennetze zur Andeutung des Herbstes. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Ellen. Und von der Magdalena aus Hamburg das Herbstpapier, das Designerpapier im Hintergrund und dann die kolorierte Kanne. Sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank. Terrakotta ist das, ne? Die Farbe sehr schön mit dem Minzmakrone. Ich finde, wirkt ganz toll. Lieben Dank, Magdalena. Und die Gabriele aus Haibach.
Sie hat auch noch mal hier den Spätsommergruß wirklich draufgeschrieben und dann hier mit 3D-Motiven und den Perlen, Kirche im Hintergrund, Sonnenblumenfelder, wunderschön, ganz lieben Dank. Von der Steffi in Pulheim kommt die Apfelkarte hier in Schwarz-Weiß-Rot mit einem zusätzlichen Farbklecks grünes Blatt. Hintergrundstempel hier und ich finde, das wirkt richtig klasse. Ganz toll, lieben Dank, Steffi. Und dann geht es weiter mit der Nicole aus Nettetal. Sie hat wirklich hier den Baum mit den fallenden Ästen, Vogelreihen, hier an der Seite noch ein Filzblatt. Sehr schön, ganz lieben Dank, Nicole. Und von der Ingrid die Sonnenblume. Sowohl im Hintergrund als auch vorne drauf koloriert und nochmal ausgeschnitten aufgesetzt. Kleiner Gute-Laune-Gruß. Vielen Dank, Ingrid. Ganz toll, gefällt mir sehr gut. Und von der Andrea aus Reutlingen auch die Sonnenblume. Zum Ehrentag Fähnchen hier an der Seite festgetackert. Dann noch eine Ziernaht drauf. Oh, und die ist ja so exakt. Wahnsinn. Ganz lieben Dank, Andrea. Dann kommt noch mal die Michaela aus Mittweida. Diesmal der Spätsommer. Guck, das hat sie noch dazu geschrieben. Und das ist wieder das Paper Pumpkin Set Sommer pur. Nee, nicht Sommer pur, Sonne pur. In den diversen Gelb-Orange-Tönen, kombiniert mit Schwarz und Grün und noch ein paar Pailletten. Da sieht man mal, wie schön man diese Sets einsetzen kann. Lieben Dank, Michaela. Und von der Aline in Murnau. Immer noch Altweiber, sieht man auch im Hintergrund mit den geprägten Spinnennetzen und dann die zwei großen Tags aufgesetzt, die Schleife. Sehr schön. Ganz lieben Dank, Aline. Und hier habe ich sowas von, wenn du drauf guckst, so wow, das ist so wie so ein Gemälde. Das ist von der Steffi in Unterbrand mit den beiden Etiketten hier. Danke. Kombiniert rosa, hellgrün, aber dieses Designerpapier, das ist wirklich sehr, sehr schön. Steffi, ganz herzlichen Dank. Und dann wieder von deiner Tochter, ja, von der Julie. Das ist die Karte hier oben mit der aufgesetzten Blüte. Das ist sowas wie eine Schafgarbe oder sowas. Sieht toll aus. Und hier noch ein Band aufgeklebt für dich, weil du mich so oft zum Lächeln bringst. Ganz toll. Ganz, ganz lieben Dank auch, dass du wieder mitgemacht hast. Super. Dann kommt die Karte von der Jutta mit dem Ginkgo. Und der Uhr hier vorne im Hintergrund alles Gute. Und die Karte kann man dann auch öffnen. Und die ist auch nochmal von innen wunderschön gestaltet. Seht ihr hier auch nochmal mit den Uhren. Mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger. Das ist eine Geburtstagskarte. Hier vorne drauf der Ginkgo, der ist grün glitterig embossed. Ganz toll. Vielen Dank, Jutta. Und von der Ulrike aus Waldbröl, der geprägte Hintergrund und hier die sommerlichen Blüten, spätsommerlichen Blüten, muss ich ja schon sagen, ne? Sehr schön, ein paar Glitzersteine dazu. Wunderschön, ganz herzlichen Dank. Dann geht es weiter bei der Liane, die hat hier die Blätter ausgestanzt in Herbstfarben, die Liane aus Obermichelbach. Muss ich ja immer schon mal dazu sagen, sonst wisst ihr ja gar nicht, wo die einzelnen Teilnehmer herkommen. Das ist nämlich sagenhaft. Es ist wirklich komplett Deutschland abgedeckt. Von Nord nach Süd und Ost bis nach Aachen. Kommen auch immer an, glaube ich. Ich habe noch nie gehört, dass Karten dann tatsächlich verschwunden sind. Manchmal kommen sie ein bisschen später, aber sie kommen. Also, die Liane aus Obermichelbach
die ausgestanzten Blätter und Geburtstage werden nicht gezählt, nur gefeiert. Ja, das ist super. Das sage ich mir dann dieses Jahr auch mal. Und dann kommt die Birgit aus Landau mit den Sonnenblumen. Ein kleines Dankeschön mit der kleinen Schleife hier an der Seite. Sehr schön, die bestickten Rahmen. Ganz toll. Ganz lieben Dank, Birgit. Weiter geht es bei der Nina aus Koblenz. Die Nina hat in den Hintergrund die Buchenblätter gestempelt. Ich glaube, es sind Buchenblätter. Naja, also die Blätter gestempelt, den Baum aufgesetzt, die kleine Blumenwiese aufgesetzt, noch ein paar Glanzpunkte und dann das bunte Dankeschön dazu. Ganz herzlichen Dank, Nina. Sehr, sehr schön. Dann kommt die Birgit aus Spiesen-Elversberg. Musste ich nachgucken anhand der Postleitzahl. Sechser Nummer, irgendwo Frankfurter Gegend, denke ich. Und die Birgit hat also die beiden Sonnenblumen gestempelt, koloriert, sehr, sehr schön. Noch ein paar Blätter hier aufgesetzt. Ganz toll. Herzlichen Dank, Birgit. Und dann kommt die letzte Karte zum Kartenthema von der Mechthild in Lürzweiler. Die 3D-mäßig aufgesetzten Sonnenblumen. Hier unten noch ein paar Röschen aufgesetzt. Der Hintergrund ist embossed. Ganz, ganz lieben Dank, Mechthild. Sehr, sehr schön, die Karte. Und wir wechseln zum Sketch. Beim Sketch waren diese beiden identischen Objekte und dann der Text dann dazu. Und die Bettina aus Elmshorn hat hier das alte Weihnachtspapier mit den Wichteln nochmal rausgekramt. Das war ja auch so hübsch. Manche Papiere tut es einem ja richtig leid, wenn sie aus dem Programm gehen, ne? In Rot und Grün gehalten, also fröhliche Weihnachten. Eine der ersten Weihnachtskarten, die hier dieses Jahr dabei sind. Lieben Dank, Bettina, für die hübsche Karte. Und dann geht es weiter wieder bei der Ellen in Schneeberg. In Türkis gehalten. Hier, das ist ein Stück Designerpapier. Hier vorne aufgesetzt die embosste Seerose. Eine Kleinigkeit. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Und die Magdalena macht's mit Herzen. Geprägte Herzen im Hintergrund. Dann die aufgesetzten großen Herzen. Und dann nochmal hier das zweite. Das ist nochmal zusätzlich gestanzt. Ganz lieben Dank, Magdalena. Die ist von der Gabriele in Haibach mit der Ananas. Die ist hier vorne nochmal zusätzlich ausgestanzt. Hier die Blätter sind auch nochmal ein bisschen angehoben. Der Spiegelkarton im Hintergrund. Das hübsche Designerpapier aus der Celebration. Aloha. Toll, oder? Ganz lieben Dank, Gabriele. Und dann kommt Hubu von der Steffi in Pulheim. Toller Hintergrund, gewischt, sieht super aus, finde ich. Mit einem quadratischen Schwämmchen vermute ich. Ist super, oder? Das kann natürlich auch ein kleines Stempelkissen sein, was sie weggezogen hat. Also der Hintergrund ist schon mal großartig. Ja, und dann kommt hier vorne das Halloween-Motiv, schön koloriert. Steffi, wunderschön, ganz lieben Dank. Und von der Ingrid, die hatte mir auch dazu noch was geschrieben. Das ist nämlich noch ein ganz altes Stampin' Up Set. Das hat es in Deutschland gar nicht gegeben. Das war tatsächlich noch eine Zeit. Also das geht hier um die Blütenblätter, ne? Das war tatsächlich noch eine Zeit, in der wir alle noch in Amerika bestellen mussten. Stellt euch vor, das gab es. Ganz lieben Dank, Ingrid, auch dafür, dass du da noch mal so was Altes verwendet hast. Super. Von der Lena aus Immenstedt kommt die Kaffeekarte. Im Hintergrund die geprägte Diamantform. Und dann Lust auf ein Tässchen. Ja klar, Kaffee immer, oder?
Ganz lieben Dank, Lena. Und von der Andrea in Reutlingen die Äpfel. Herbstgruß für dich. Sehr schön. Ich finde, der Apfel, der wirkt auch immer toll, ne? Egal, kann man auch toll auf Designerpapiere stempeln, wie jetzt hier. Ich meine, einen gestreiften oder getupften Apfel gibt es ja nur wirklich nicht. Aber sieht super aus, auch hier vorne noch mit dem Transparentpapier. Ganz lieben Dank, Andrea, ist super. Dann von der Michaela in Mittweida. Ich nehme sie nochmal neben, also nacheinander, ne? Das ist besser, sieht man es schöner. Auch hier wieder das Paper Pumpkin Set Sonne pur. Diesmal hier mit geprägten Blättern im Hintergrund und die gestreiften Karten. Sehr, sehr schön, vielen Dank. Und noch einmal die Zitronen im Sonnenschein. Finde ich. Also ich finde, es wirkt wirklich klasse und man hat super schnell schön wirkende Karten. Dankeschön, Michaela. Und von der Aline mal was für den Herrn mit den Golfbällen. Und ich müsste auch eigentlich wissen, wie diese Dinger da heißen, aber fällt mir gerade nicht ein. Hier vorne nochmal ein stilisierter Golfball. Finde ich super gemacht mit dem Kreis mit der Sticklinie und dann diese Tupfen aufgestempelt. Wunderbar, danke Aline. Tolle Idee. Und von der Steffi aus Unterbrand die beiden Etiketten hier. Schön auch dieses Papier mit den Sternen. Also ich denke wenigstens, dass das nicht gestempelt ist. Nee, ist ein Papier. Und hier dieses mit der Gekritzelei hier, das sowas finde ich ja immer super. Wo du dann noch mal gucken willst, was soll das denn eigentlich sein? Wo kommt das her? Das hier ist irgendeine Computeranweisung, glaube ich. Da sind die Return-File, PDF. Naja, ist super. Auch noch mal an der Seite gedudelt und dann zum Geburtstag viel Glück und Freude. Super gemacht. Hier ist noch ein ausgestanzter Sternenkranz. Ganz toll. Vielen lieben Dank. Naja, und dann wieder von der Julie. Und da hat sie hier vorne den Wichtel toll gemacht. Im Hintergrund nochmal die Herzchen gestempelt. Ein embosstes Stück Papier. Und hier das ist auch wieder mit einer Paste, schätze ich. Eine Strukturpaste. Aufgetragen. Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank. Die Jutta aus Bonn hat hier mal Blau-Grüntöne kombiniert mit den Blütenranken an der Seite. Ein Textstempel hier vorne. Finde ich, ist eine Farbkombination, die wir in letzter Zeit sehr, sehr wenig hatten. Aber ich finde, es wirkt ganz toll. Lieben Dank. Und schwarz-bunt. Von der Nicole in Nettetal. Das ist super. Das ist ein Designerpapier. Diese bunt geblümten Herzen. Grund zum Feiern. Und dann hier nochmal das Schleifchen mit der kleinen Blume. Wunderschön. Ganz lieben Dank, Nicole. Und die Äpfel von der Ulrike in Waldbröl. Obwohl das eine ist ja nur ein Apfel, oder? Das soll ein Kürbis sein? Ich vermute jetzt doch mal, ne, dass ganz stark hier vorne ist ein Kürbis, auch mit den Drew Drops und die Blätter im Hintergrund, bisschen Spiegelkarton, oder? Nee, das ist ein Rähmchen aufgeklebt, das glitzert auch noch ein bisschen. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank. Und eine Weihnachtskarte. Nach dem Motto, ich habe sie zuerst gesehen, von der Liane in Obermichelbach mit den Tannenbäumen und dem Stern. Frohe Weihnachten im Hintergrund, Schnee, Flöckchen und auch Sterne. Sehr schön. Ich glaube, das ist für. Nein, das sieht nur so aus. Nee, sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Liane. Und nochmal Kürbisse. Happy Halloween.
Ich finde Halloween ja toll. Ich finde immer schade, dass man das bei uns so selten einsetzen kann, oder? Von der Birgit in Landau, die beiden Kürbisse mit dem Spinnennetz und die kleinen Spinnchen. Sehr schön. Danke, Birgit. Und weiter geht es bei der Nina in Koblenz. Pilze und verfärbtes Laub. Sehr schön mit dem Herz hier vorne noch daraus. Ganz lieben Dank, Nina. Gefällt mir sehr gut. Und das war jetzt, glaube ich, die letzte Karte. Ne, wir spielen nicht Mau Mau. Das ist die letzte Karte zum Kartensketch. Und jetzt kommt die Farbchallenge. Und hier habe ich die Karte von der Bettina aus Elmshorn. Und die hat genau die Farben benutzt, die ich vorgegeben hatte. Und zwar hatte ich hier unten Brombeermus, Terrakotta und Pfauengrün. Und natürlich musstet ihr nicht die Stampin' Up Farben genauso nehmen, wenn ihr von anderen Herstellern Papier hattet. Es ging mir ja nur darum, dass die Farbtöne ähnlich waren. Hier vorne noch ein paar Glitzersteine aufgesetzt. Ich finde, wirkt toll. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Bettina. Und von der Ellen in Schneeberg eine Dankekarte, auch in den Farbtönen. Hier ist es ein bisschen heller, das Terrakotta ausgefallen, aber das tut ja gar nichts zur Sache. Herzlichen Dank für die schöne Karte. Und weiter geht es bei der Andrea. Da ist das, sind die Töne ein bisschen anders. Hier ist mehr ein Violett und dazu das Calypso. Und hier im Hintergrund dann Pfauengrün, der Text und die Blüte. Wieso ich jetzt im Hintergrund gesagt habe, ist ja Quatsch, ne? Also der Text und hier hinten diese Gräser oder Schierling, Blüten, die sind Pfauengrün. Sehr schön. Auch in der Kombi finde ich es toll. Und dann haben wir hier die Nicole aus Nettetal und sie hat wieder dieses putzige Stempelset mit diesen kombinierbaren Tierchen verwendet. Ich bin ganz angetan, ob ich das jetzt doch noch haben muss. Ich habe bisher gedacht, so ein Quatsch. Aber das ist echt süß. Und dann mit diesem unregelmäßigen Hintergrundstempel und hier noch das Papier geprägt mit Punkten. Könnt ihr das sehen? Sehr schön. Die Luftballons aufgesetzt. Ganz klasse, vielen lieben Dank. Und die Ulrike in Waldbröl, die hat hier nochmal den Kürbis hervorgeholt. Und Blüten, dann hier ein Hello. Und hier unten nochmal Steinchen in einem Pfauengrün oder was dem sehr nahe kommen ist. Sehr schön, ganz lieben Dank, Ulrike. Und von der Liane in Obermichelbach. Das sind wieder ganz genau die Farben. Sehr schön, auch mit dem Schmetterling finde ich eine tolle Idee. Obwohl die Farben ja sehr düster und dunkel sind, ja Herbstlicht halt, wirkt das sehr schön mit dem Schmetterling da nochmal extra drauf. Und die Birgit in Landau. Hat dann auch mal eine richtige Halloween-Karte gemacht mit der Eule hinterm Fenster, der Katze davor. Die Katze ist auch noch mal mit dem Stempel bestempelt und embossed. Das Set war ja auch schön, ne? Das war letztes Jahr. Eigentlich schade, dass die Sets manchmal so schnell wieder weg sind. Super, ganz lieben Dank, Birgit. Und dann habe ich hier die Karte von der Jutta in Bonn. Finde ich, ist toll. Wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das ist das Fliesenset aus dem Jahreskatalog. Aber finde ich in der Farbkombi super. Ganz toll. Und der Hintergrund ein bisschen gesprenkelt, gewischt. Wunderschön. Ganz lieben Dank, Jutta. Und dann kommt last but not least die allerletzte Karte für den September. Also auf jeden Fall das, was bisher bei mir angekommen ist, ist von der Aline in Murnau. Und seht doch mal, die Aline hat meine Eulchen.
Ich habe es ja gekauft und glaubt es, ich habe es noch nicht einmal benutzt, aber ich finde es so niedlich. Und man muss es gar nicht kolorieren. Guckt mal, sie hat es nur abgestempelt und es wirkt wunderschön. Und dann aus dem Designerpapier einmal dieses Deckchen, diese Blüte ausgeschnitten und in den Hintergrund auch nochmal Designerpapierstreifen gesetzt. Ganz lieben Dank, Aline. Die Karte ist sehr, sehr schön geworden. Damit sind wir durch. Es sind sage und schreibe 73 Karten diesen Monat gewesen. Naja, ziehen wir die 6 vom August nochmal raus, dann bleiben wir doch bei 67. Also das finde ich schon ganz, ganz enorm. Ich nehme mal mein Werbeschildchen dazu, ne? So, jetzt müssen wir dann nochmal die Verlosung starten. Hier habe ich das Set Trost und Kraft. Man muss es aber nicht nur als Trauerset sehen. Denn die Stempel hier, die Motive, die kann man wirklich für alles benutzen. Ich finde gerade hier dieses Parkett ist super und dieser Drahtring, das ist auch ganz toll. Hier hat man nochmal Strasssteine oder Tropfen, kann man für beides verwenden. Also wie gesagt, natürlich die Texte, die sind schon ein bisschen trauermäßig, obwohl. Hier kommt eine Umarmung aus Papier. Fand ich jetzt in der Corona-Zeit auch immer sehr, sehr schön. Habe ich mehrfach Karten bekommen. Wollte ich sowieso noch sagen, ganz lieben Dank für eure Begleitkarten, die ihr immer für mich dazu steckt. Das finde ich wirklich super aufmerksam von euch und die sind immer so hübsch. Also auch dafür muss mal hier an der Stelle ganz herzlich Danke gesagt werden. Aber jetzt gehen wir also zur Verlosung über Trost und Kraft und ich melde mich gleich, wenn ich mit Random.org das Ergebnis dann ermittelt habe. Bis gleich. Ich bin zurück und blende dann jetzt mal das Resultat ein, was mir hier Random ermittelt hat. Bei den 73 Karten hat gewonnen die Karte 24. Naja, und jetzt steht ihr wieder da und sagt, jetzt hat die wieder die Nummer nicht dazu gesagt. Ja, habt ihr ja recht. Ich finde das immer so lästig. Und dann verrutsche ich in der Zeile und dann, naja, ich kann euch aber sagen, ich habe hier so eine schlaue Liste, ne? Da kann also nichts schief gehen. Da sind die Zahlen vorne immer vor Namen und Orten davor. Und gewonnen hat also die 24 und die 24. Das ist das pinke Zebra. Und das pinke Zebra ist von der Birgit. Die Birgit ist aus Landau und ich freue mich total, dass sie jetzt auch mal gewonnen hat. Sie macht nämlich seit Anfang an mit und ich bin dann immer ganz froh, wenn auch mal die alten Hasen, die sich jeden Monat wieder Mühe geben und mitmachen, wenn die dann auch mal belohnt werden. Also, liebe Birgit, du bekommst das Set Trost und Kraft. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Bei euch anderen bedanke ich mich nochmal kollektiv. Das war super und so viele Karten und überhaupt. Und die gehen wieder, denke ich, ans Kinderhospiz. Also das heißt, das ist nicht das Kinderhospiz, sondern der Kinderhospizdienst Aachen. Und da haben wir auch schon häufiger Projekte mit zusammen entwickelt und die sind sehr, sehr dankbar und unsere Nachbarin verkauft auf diversen Märkten und Veranstaltungen, also die Karten bzw. gibt sie gegen Spende ab und das Geld kommt also komplett dem Kinder- und Jugendhospizdienst Aachen ja, zugute. Da kommt das Geld in richtig gute Hände, aber ihr wisst, wenn ihr Ideen habt oder für Vereine oder Institutionen ehrenamtlich tätig seid oder wisst, dass es da gut ankommt, dann sagt mir doch einfach mal Bescheid. Wir haben es letztens ja gehabt für die Konfirmanden. Die haben es dann zugunsten der Kinderarbeit in der Gemeinde verkauft. Und ich würde das also auch gerne zu euch schicken, so ein Paket mit Karten. Und sagt mir einfach Bescheid, dann macht sich eins der nächsten Monatspakete einfach zu euch auf den Weg. Gut, jetzt aber nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Birgit und danke an euch alle. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr
jeden Tag bei unserer Christmas Rally hereinschauen würdet. Da haben Julia Maser von Creative You, Petra Rosenbaum von Stempel dich bunt und ich täglich ein Video, also im Wechsel, ne? Und es geht da um Weihnachtsprojekte, Karten, sowohl ausgefallene Kartenformen als auch Karten für die Massenproduktion, Verpackungen, kleine Geschenkideen und Dekoprojekte. Ich bin am Donnerstag wieder dran. Ja, das ist ja schon. Ach, Jesus. Es ist noch nicht fertig, kann ich euch sagen, aber es wird bis Donnerstag, ist ja noch ein bisschen Zeit. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis demnächst. Tschüss. Watch me go, doing it my way.